Berliner Sportwochenende sehen Sie jeden Sonntagabend hier im Spreekanal. Sport in Berlin. Hautnah und hochaktuell. Alle Klassen. Jugendsport. Bei uns ist keine Sportart tabu. Sport in Berlin ist Duft, ist Duft, ist Duft. Sonntagabend. Sport in Berlin. Sie wissen doch, die Sendung mit dem kompletten Ergebnisdienst. Berliner schauen Sport in Berlin. Wie gefällt es Ihnen? Ja, wunderschön. Gerade ich habe früher selber Sport gemacht. Ich freue mich, dieses Plenum hier zu nutzen, viele Sportler zu treffen. Viele Leute aus dem Berliner Sportbereich. Darald Junke hatten wir einen absoluten Highlight heute Abend. Also es macht Spaß, denke ich. Wir haben die ganze Hertha-Crew vertreten, die Führung, Präsidium, Vorstand, Trainer, Manager. Und viele Pressekonferenzen finden neuerdings im Antares Hotel statt. Wo finden sie statt? Im Antares Hotel, nähe Potsdamer Platz. Haben Sie damit was zu tun? Ja, selbstverständlich. Ich bin Betreiber des Antares Hotels und ich sage mal Vorsitzender vom Förderkreis Hertha BSC. Seit einiger Zeit geht's. Wir sind vor anderthalb Jahren mit 2, 3 Förderern bei Hertha angefangen. Mittlerweile sind es knapp 30. Und ich denke mal, das ganze Umfeld bei Hertha hat sich ja kolossal verändert. Professionalität ist eingekehrt. Jetzt fehlen nur noch die nötigen Punkte, aber wir sind da ganz optimistisch. Ein Antares Hotel am Potsdamer Platz, Sie hatten es so schön betont. Ich grüße die Zuschauer von Sport in Berlin recht herzlich, auch wenn ich euren Dialekt nicht spreche. Und gerade dieser Sender bringt das, was die meisten anderen Sender, auch die ARD und ZDF, leider nicht bringen, nämlich Jugendsport. Ja, die Berliner gucken Sport in Berlin. Sport in Berlin ist dufte, weil es sehr reichhaltig ist und vor allen Dingen, ich kann nur sagen, die nicht gesehen haben, die müssen es unbedingt sehen. Also merken immer, Sport in Berlin angucken, ist locker, leicht, man merkt, Leute, die auch Freude daran haben und jetzt kommt das Wichtigste, die auch was von Sport verstehen, was nicht immer bei Sportsendungen der Fall ist. Ja, ich fahre aber auf Sport in Berlin, ist doch ganz klar. Wir wünschen am Ende eines Jahres einen guten Rutsch. Doch wie rutscht man richtig? Schlittschuh braucht man dazu und Eis. Herthas Manager Karl-Heinz Rühl ist zurückgetreten und wird solch gefüllte Ränge wohl bei Auftritten der Röverschützlinge nicht mehr erleben können. Sportlich läuft es gut, die erste Bundesliga hat man fest im Visier. Warum dann der Rücktritt? Inoffiziell gärte es schon länger hinter den Kulissen. Jetzt wird offenbar, an seinem Stuhl wurde gesägt. Rühl, ein Manager, der das Geschäft kennt und beim Deutschen Fußballbund wohl gelitten ist. Zum Präsidium hatte er ein entspanntes Verhältnis und gern hätte er den Aufstieg mitgefeiert. Ich bin zwar geborener Berliner, dazu stehe ich auch, aber ich bin groß geworden im Rheinland. Und ich sage Ihnen, wenn wir es tatsächlich schaffen, in die erste Liga aufzusteigen, dann werden Sie auch erleben, dass der Rheinländer Kalli Rühl hier eine entsprechende Fete veranstalten kann. Aber warten wir es mal ab. Wenn es soweit ist, werden wir uns sicherlich was einfallen lassen. Auch ohne Karl-Heinz Rühl wird Hertha alles versuchen, in die erste Bundesliga aufzusteigen. Ganz Berlin hofft im Juni ein Freudenfest zu feiern. Und Freudenfeste soll es in der nächsten Saison geben, wenn Hertha in der ersten Bundesliga spielt. Vielleicht kommt Karl-Heinz Rühl dann als Manager des ersten FC Köln wieder als Gast ins Olympiastadion. Man munkelt ja so einiges. Berliner gehen zu Hertha und schauen Sport in Berlin. Wird Herr Gerland das Training bei Tennis Bussa übernehmen? Der Stani ist sicherlich der erfolgreichste Trainer, den TB hatte. Denn er hat letztes Jahr 2 Spiele betreut und TB hat nicht verloren. Er hat dieses Jahr 2 Spiele betreut. TB hat beide Spiele gewonnen. Und erstmal muss ich sagen, möchte ich mich bei ihm für das, dass er immer bereit war, immer wenn man ihn gebraucht hat, einzuspringen, ganz, ganz herzlich bedanken. Ein unnötiger Kraftakt. Als das Team für Berlin spricht, Tennis Borussia glaubte, handeln zu müssen. Die Erkenntnis, dass er, Stanislav Levy, der beste TB-Trainer sei, so wie wir es soeben von Kuno Konrad hörten, nützte weder Stani noch dem Verein. Es waren bloße Worte, sonst hätte man ja danach handeln müssen. Stattdessen stand der neue Cheftrainer zu diesem Zeitpunkt schon fest. Schiebung, Schiebung, ruft gleich ein auswärtiger Fan, meint damit aber nicht die Spieler oder gar Thomas Adler. Und der Stani macht sein Übriges. Daniel,
große Klasse von der Mannschaft angenommen? Würde als Cheftrainer gewünscht? Ja, 100%, da gibt's gar nichts. Schieben! Ganz ruhig, ganz ruhig. Nee, gibt's gar nichts. Haben alle Respekt vor Stani, was er als Spieler geleistet hat. Und das kann er als Trainer genauso machen. Es hat Freude gemacht, das Spiel heute anzugucken. Als Sie aus dem Urlaub zurückgekommen sind, haben Sie sicherlich auch Tageszeitung gelesen und Boulevardzeitung. Ja. Da sind Sie ein bisschen in den Schlagzeilen drin. Was sagen Sie dazu? Das macht mir aber gar nichts aus, weil es nicht den Tatsachen entspricht. Das heißt, die Forderung, dass mit Rainer Zobel auch gleich noch der Jürgen Sundermann gehen soll, die Perspektive wird eine andere sein. Es ist von niemand der Verantwortlichen bei Tennis Borussia irgendwie ein Vorwurf erhoben worden oder eine Forderung erhoben worden. Das heißt, Präsidium, Herr Konrad, Aufsichtsrat genau stehen so hinter dem Manager. Davon gehe ich aus, ja. Ja, danke. Ja, ich denke, dass alle Leute erfahren, dass jetzt bald in diesem Raum, was ist jetzt bei Tennis Borussia und wer ist neuer Trainer? Ich war ja einige Zeit arbeitslos. Hermann Gerland kam, beteuerte, von der Schwere seines neuen Amtes zu wissen, hoffte, die Wende herbeiführen und erfolgreicher sein zu können, holte aber keineswegs die Kohlen aus dem Feuer, sondern blieb im wahrsten Sinne des Wortes stecken. Und der gefeuerte Trainer, nämlich Rainer Zobel, sollte eigentlich gar nicht abgeschossen werden. Viele, viele und fast alle beteuerten, keiner wollte das im TB-Lager. Im Nachhinein, Rainer, du hast das Beste daraus gemacht. Konnte den Sport in Berlin damals schon am Puls der Zeit ahnen, dass kurze Zeit später auch Manager Jürgen Sundermann von dannen zog? Rückblickend, ihn wollte man behalten. Baby, come back. Auch wir spürten, das war ein Eigentor. Der Manager zog daraus die Konsequenzen. Und wir enden wie damals.